Hallo ihr Lieben! Hi! Herzlich willkommen zu einem neuen und alles verändernden Video! Wir haben uns mal wieder vor die Kamera gesetzt und haben so gar keine Idee, was wir euch eigentlich sagen wollen. Wir quatschen jetzt einfach mal drauf los und haben ein paar Informationen für euch. Wir haben nämlich ein bisschen was verändert und dazu erzählen wir euch jetzt was. Viel Spaß! Entschuldigung, Regie? Hallo? Könnten wir das Ganze nochmal von vorne aufrollen? Und dieses Mal bitte mit dem richtigen? Dankeschön. Jetzt habt ihr euch sicher gewundert, was das war. Und wir haben eine Ankündigung zu machen, denn unser Kanal, wie auch meine Frau, hatten ja Geburtstag. Cindy wurde 30, der Kanal wurde 3. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Aber ist nicht so schlimm, weil wir feiern einfach unsere Veränderung, wir feiern unser Leben, wir feiern euch, wir feiern YouTube. Wir sind ein bisschen albern. Also, aber Micha hat es ja gerade schon angeschlossen. Micha hat es ja gerade schon angedeutet. Ich hatte Geburtstag und ich bin 30 Jahre alt geworden. Und im Zuge dessen natürlich nicht nur, weil ich 30 geworden bin, sondern einfach, weil die letzten anderthalb Jahre so ein bisschen Veränderung mit sich gebracht haben, haben wir uns überlegt, was können wir tun, damit der Kanal uns noch mehr widerspiegelt, als er es sowieso schon tut. Wir haben ja schon ultra viele Videos hochgeladen und haben unser altes Image mehr oder weniger schon von Anfang an. Es hat sich immer mal so ein bisschen geändert in den ersten Monaten, aber das Image, so wie ihr das kennt, das Intro, unser Banner, unser Logo, das kennt ihr jetzt halt schon relativ lange. Und irgendwie haben wir jedes Mal, wenn wir ein Video geschnitten haben, so in den letzten Monaten, gedacht, da muss doch mal was Neues passieren. Das ist irgendwie nicht mehr das Richtige. Also wir sind Familie M und wir bleiben Familie M, weil es halt unser Name. Aber weißt du eigentlich, dass wir seit fast 3 Jahren denselben Jingle in unserem Intro hatten? Wie viele Videos haben wir schon gemacht, wo ich so mache? 243. Und wisst ihr, was das Lustige ist? Wir haben immer, wenn wir ein Video drehen, unseren Jingle im Kopf, wenn dieser Cut kommt. Das ist so witzig und das wird jetzt erstmal anders werden. Kurz nach der Einleitung haben wir hier mal gesessen. Ihr müsst euch vorstellen, dann kommt für euch ein Cut und wir machen hier eine kurze Break. Damit ihr natürlich noch so ein bisschen nachvollziehen könnt, warum wir uns jetzt dafür entschieden haben, möchte ich nochmal ganz kurz auf das Thema eingehen. Was hat sich denn überhaupt verändert? Sind wir jetzt so viel erwachsener? Ist unser neues Intro so viel erwachsener? Wir haben uns einfach so ein bisschen überlegt, wenn wir in uns gehen, welche Farben sehen wir dann? Wenn wir uns gemeinsam anschauen und das klingt spiritueller als es gemeint. Also wenn ich in mich gehe, dann sehe ich Durchfallbraun. Wenn wir in uns gehen, was sehen wir da? Sehen wir da einen rosa Button, wo Familie M drin steht? Oder wie können wir uns präsentieren? Wie möchten wir uns präsentieren? Und obwohl sich das komplette Branding jetzt verändert für euch, wird sich eins auf jeden Fall nicht verändern und das sind wir. The both of us, the both of us. Wir sind albern, wir sind manchmal auch ein bisschen peinlich und wir sind lustig drauf, wir sind aber auch nachdenklich und das werdet ihr auch in den nächsten Jahren von uns so bekommen. Das wird sich nicht verändern, aber wir sind eben auch erwachsene Leute und können uns mit dem, was wir bisher gebracht haben, also ich rede jetzt nur vom Branding, nicht mehr identifizieren. Und deswegen hoffe ich oder hoffen wir, dass euch unser neues Makeover gut gefällt und dass ihr euch damit wohlfühlt, dass die neue Musik euch gefällt, dass sie euch in den Kopf kommt, wenn ihr an uns denkt, weil das ist bei ganz vielen so, dass sie uns sagen, wir haben immer unseren Jingle im Kopf und ja, das ist schon was Schönes. Des Weiteren wollen wir einfach mal Danke sagen an die ganzen Leute da draußen, an euch alle. Über die letzten 3 Jahre haben wir fast 250 Videos gemacht und in jedem einzelnen Video haben wir so tolle Kommentare bekommen, wir konnten uns mit euch austauschen, nicht nur hier, sondern auch auf Instagram und ihr seid eigentlich Familie M. Wir bringen nur den Input, aber ihr macht das Ganze zu Familie M, zu diesem Geballten, diese Community. Ich finde das gerade wirklich, sowas von dir, schon süß. Aber er meint es ernst, das weiß ich. Ja. Und er hat recht. Ihr seid Familie M. Ihr lasst uns so sein, wie wir sind. Ihr gebt uns Ideen, ihr gebt uns Inspiration, ihr gebt uns Feedback, ihr gebt uns Input und es macht
ultra viel Spaß, mit euch gemeinsam im Familie-M zu sein. Und um das Ganze abzurunden, habe ich mir noch was Kleines ausgedacht. Ich möchte nämlich eine Frage stellen. Wir machen jetzt schon so lange YouTube und Micha weiß nicht, dass ich ihm diese Frage jetzt stellen werde. Mir? Ja. Was war in den letzten Jahren dein schönster Moment, wenn du an Familie-M denkst? Oh, feier. Es waren so viele schöne Momente. Ich glaube, der schönste Moment war alles rund um die Geburt von Bennett. Das war eine ganz interessante Zeit. Es hat sich auf einmal im Kanal viel getan. Das war emotional, es war aber auch innen drin, es ist einfach hochgesprudelt. Die Gefühle waren am Überkochen, der Austausch war da. Auf einmal waren ganz viele neue Leute da. Unser Kanal ist von hier unten auf einmal nach hier oben. Und es war für uns so surreal. Und es war einfach irgendwie ein cooles Gefühl. Und das war, was so YouTube betrifft, diese ganze Zeit um diese Videos, die wir da gemacht haben, war einfach irgendwie, das war schräg. Das war eine sehr prägende Phase. Ich empfinde das genauso. Wir haben mit der Schwangerschaft, das war wie so ein Startschuss für, wir verändern uns jetzt. Also nicht nur familiär, sondern vor allem auch mit dem Kanal. Wir haben viel ausprobiert in der Zeit. Wir haben viele Settings ausprobiert. Wir saßen mal da, die Thumbnails, mal da. Dann haben wir irgendwie bunte Thumbnails gemacht. Dann irgendwie sind wir uns ganz oft auch nicht einig gewesen. Und sind wir heute noch. Wo ich mich auf jeden Fall recht geben muss, ist, dass alles rund um die Geburt von Bennett uns kreativ so gefordert hat und uns die Möglichkeit gegeben hat, euch mal eine andere Seite von uns zu zeigen. Wir machen ja sehr selten so sentimentale, sensible und emotionale Videos, aber es macht ultra viel Spaß und wir konnten uns einfach mal so ein bisschen ausprobieren und mal so ein bisschen zeigen, was eigentlich in uns steckt. Und ich glaube, dass das auch für die Zukunft ein Weg ist, den wir einschlagen werden, ab und zu einfach auch mal so ein bisschen nachdenklich anzustoßen, emotional zurückzublicken und mit dem Kanal einfach so ein bisschen alles zu bespielen, was dazugehört, eben nicht nur Vlogs oder irgendwas. Ihr merkt ja schon diese Veränderung, die wir jetzt in unserem Privatleben durchmachen, die spiegelt sich natürlich auch auf den Kanal wieder. Wir haben durch die Arbeitszeitverkürzung von Cindy mehr Zeit, die wir in YouTube investieren. Wir haben durch die Verlagerung unserer Interessen viel mehr Input, das wir an euch weitergeben können. Und von daher hoffen wir einfach, dass euch diese Veränderung gefällt, dass ihr weiter mit uns diese Reise bestreitet. Und sagen nochmal ganz, 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 ganz fett Dankeschön für die letzten Jahre, für die letzten Wochen, je nachdem, wie lange ihr gerade zuschaut. Oder wir sagen einfach Danke für die nächsten Jahre, die ihr zuschaut. Ja, wir freuen uns über jeden Einzelnen, der einschaltet. Wir lassen uns nicht demotivieren, wenn es mal nicht so gut läuft, sondern ganz im Gegenteil, dann erst recht. Dann gibt's richtig Familie-M. Damit ihr jetzt auch nochmal was zum Gucken habt und euch gemeinsam mit uns an die letzten Jahre erinnern könnt, zeigen wir euch noch ein paar unserer liebsten Ausschnitte unserer Videos und sagen Danke, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Der bleibt auf jeden Fall. Wenn euch
nicht das Video, sondern das Intro gefallen hat, dann lasst uns auf jeden Fall was in den Kommentaren da. Schreibt, wie gefällt euch das Branding, auch wenn es euch nicht gefällt. Wir wollen ja den Austausch mit euch. Und dann lasst uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Klickt mal hier und hier. Dann kommt ihr zum Geburtsvideo und zu einem meiner Lieblingsvideos. Und wenn ihr hier klickt, dann abonniert ihr den Kanal.